Razzia gegen eine kriminelle Bande in Berlin. Sie drangen in Tankstellen ein, schleppten die Bankautomaten heraus und knackten sie fernab der Tatorte. Seit Anfang 2020 trieb die Bande so ihr Unwesen in Berlin und Brandenburg. Am Dienstagmorgen rückte die Polizei an und durchsuchte die Wohnungen der vier Tatverdächtigen. Einem Mann gelingt die Flucht, barfuß und in Unterhose. Der Mann türmt über den Balkon, als die Beamten zu der Wohnung in Berlin-Lichtenberg fahren. Offenbar hat der Mann aus dem Kosovo einen Tipp bekommen. Eine Person wird bei dem Einsatz festgenommen. Am Gericht in Frankfurt-Oder soll sie dem Haftrichter vorgeführt werden. Eine weitere Wohnung ist bei der Ankunft der Polizei leer gewesen. Der Tatverdächtige aus dem Kosovo befindet sich offenbar gerade in seinem Heimatland. Die Bande hatte sich bei ihren Einbrüchen auf Shell-Tankstellen spezialisiert, weil die Geldautomaten dort offensichtlich nur ungenügend an den Wänden und dem Boden verankert sind. Ein Dutzend Einbrüche werden ihnen vorgeworfen. Weitere Taten in anderen Bundesländern werden nun geprüft. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.